Herzlich willkommen zu einem Video zu Nioh oder Nioh, wie auch immer man es aussprechen möchte. Das Spiel wurde mir zur Verfügung gestellt von Sony, vielen Dank dafür. Und ich zeige euch das Spiel einmal. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es dann hier sich mal einen Eindruck davon verschaffen. Ich denke, dass wir uns das Spiel näher im Livestream dann also weiterhin anschauen werden. Und hier dann so eine halbe Stunde ins Spiel reinschauen. Ich habe die Demo schon mal gespielt, die es mal im PS Plus Abo gab. Und es ist halt sehr Dark Soulig. Und Dark Souls ist eigentlich so eine Sache. Ich habe Bloodborne auch noch nicht weit gespielt. Weil dafür braucht man Ruhe und muss sich Zeit nehmen. Da war ich noch nicht bereit zu. Aber es sind trotzdem sehr gute Spiele. Und deswegen wollte ich auch in Nioh oder Nioh, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, reinschauen und es euch zeigen. Ein mysteriöses Intro auf jeden Fall. Ich lese die Texte jetzt nicht großartig vor. Wen das interessiert, der kann das ja eben, jetzt hier, der Ladescreen ist ja lang genug, ne? Kann sich das ja eben selbst vorlesen. Ich bin gespannt. Ich habe die Demo gespielt. Und das Gameplay ist, da muss man sich dran gewöhnen. Es ist nicht wie Dark Souls. Man hat sehr viele Kampfstile, muss ich mal sagen, die man hier ausführen kann. Und sehr viele verschiedene Waffen. It seems death won't stop chasing me. Wir sind übrigens Geralt von Riva. Nein, sind wir nicht. April 1988. Was? Wir sind in London. Okay. Hier lang. Okay, warte mal. Was ist denn hier? Die Tür scheint verschlossen. Okay. Das Spiel ist übrigens exklusiv für die PlayStation 4. Ne? Es gibt keine PC-Version. Oder Xbox-Version gibt es, glaube ich, auch nicht. Es gibt, glaube ich, nur die PlayStation-Version. So, hier lang. Was denn? Ah, durchs Loch. Lol. Natürlich. Machen wir mal eben. Was haben wir denn hier? Ich hätte fliehen sollen, als ich noch sollte. Ansturm. L und X halten. Oh, fuck. Oh, oh. Achso, ich soll ihn einfach verprügeln, ne? Den Ansturm verstehe ich gerade noch nicht ganz, aber wir verprügeln den jetzt einfach. Wir haben auch eine Ausdaueranzeige. Wie in Dark Souls. Oder Bloodborne. Und den müssen wir jetzt erstmal verprügeln. Aua, okay. Er macht einen schnelleren, stärkeren Angriff als ich. So, jetzt hat er keine Ausdauer mehr. So. Jetzt kriegen wir sein Bastardschwert und den Verliesschlüssel. Und jetzt können wir hier alles öffnen. Ah. Was haben wir denn hier? L1 Verteidigung, okay.
Das ist unser unsere. Liegt da noch was? Nee. Kann man das hier auch einprügeln? Nein, okay. Ich habe schon hart Damage gefressen. Release-Schlüssel benutzt. Ah, nee, das ist unser Knast hier. Die Tür war offen, warum auch immer. Hier ist auch nichts drin, ne? Hier liegt aber einer. Okay. Ich sollte vielleicht. Warte mal. Ah, das sind die Gesten, okay. So komme ich ins Menü. Ausrüstung. Nahkampfwaffe, Bastardschwert. So, wir können mehrere Waffen ausrüsten. Die Waffen haben auch eine Haltbarkeit. Die Waffen gehen immer kaputt. Genau das gleiche wie für die Rüstung. Also da haben wir das auch. Amarita-Erinnerungen können wir uns hier immer wieder... Achso, Amarita-Erinnerungen sind Tutorials. Okay, wenn ich jetzt... Okay, haben wir ein Schwert. Okay, cool. Haben wir hier? Statusmenü haben wir gerade gemacht. Was habe ich hier jetzt noch? Noch ein Bastardschwert. Und Stiefel. Man sieht die Rüstung immer am Charakter. Also wenn wir uns jetzt hier die Stiefel anziehen. Sehen wir die auch. Was sehr cool ist. Ich nehme das zweite Bastardschwert auch mal mit rein. Was? Habe ich doch jetzt beide ausgerüstet, oder? Achso, damit sortiere ich? Okay. Ich kann die jetzt aber nicht wechseln, weil das die gleichen sind, ne? Okay. Okay, wir können hier auch Sachen kaputt hauen. Okay, cool. Ist das hier optional? Hätte ich da lang gemusst? Da hinten? Wahrscheinlich. Die Schlüssel benutzt. Schön um die Ecken gucken. Haben wir hier? Medizin. Sehr gut. Gebundener Gegenstand. Moment. Ah, Bindung. Medizin. Ah, okay. Bindung 1, Bindung 2. Okay. Wir haben da unten nämlich noch, also Bindung 5, 6, 7, 8 ist das hier, das zweite. Sehr cool. Das kann, also kann man sich bis zu 8 Gegenstände binden. Cool. Okay, cool. Wann kommt der nächste Gegner, ist die Frage. Da liegt einfach nur so ein Haufen. Ist hier noch was? Jawohl. Mantel. Ah, wir müssen jetzt am Anfang oft ins Menü, habe ich das Gefühl. Ah, stylisch. Okay, wir laufen immer noch in Unterhose rum. Oder, na gut, eine Unterhose ist das nicht. Oh, hier ist die Kamera ein bisschen fummelig. Aber geht klar, gewöhnt man sich dran. Kann ich mich irgendwie ducken? So blockig. So weiche ich aus. Anscheinend kann man sich nicht ducken. Okay, ausweichen. Schön den Block gehen. Oh, nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich mich heilen. Vielleicht sollte ich mich heilen. Danke. Okay. Ein Hut und Medizin. Okay, cool. Er interessiert sich gerade nicht für uns. Ging voll die doofe Ausrüstung. Er zielt die ganze Zeit auf uns, aber schießt nicht, oder was? Okay, der war easy. Okay. Gehen wir mal einfach weiter. Hallo? Da ist jemand. Da läuft jemand rum. Wir wollen natürlich aus dem Knast raus. Der ist jetzt alleine, oder? Ah, wie er schneller ist. Oh, fuck. Okay. Oh, jetzt sind zwei da. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, nein. Ich konnte nicht mehr weg, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Okay. Befreit vom irdischen Mühsal. Gut. Erster Tod. Neuer Versuch. Danke.
Wo starte ich denn? Ah, ich habe aber die Ausrüstung alles schon. Ist der Typ auch wieder da? Ist das wie Dark Souls? Tatsächlich. Kriegen wir denn die Ausrüstung von dem jetzt nochmal? Oh nein. Kriegen noch einen Stein, Medizin. Warte mal, ist hier die Kiste wieder zu? Nein, okay, das kriegen wir nicht wieder. Okay, cool. Gut, dann können wir jetzt aber durchrennen. Die Kisten sind ja alle offen. Hier war keiner. Ah, wenn man die Kamera gar nicht bewegt, passt das schon alles. Ich will mal einen Stein auf die Bindung legen. So. Ich vergesse immer, die anzuvisieren. Hier, komm mal her. Der andere hat mich nicht gesehen. Warte mal. So. Nicht übertreiben. Müssen ja auch Ausdauer sparen. Ah, ich will immer den starken Angriff machen und dann bin ich zu langsam. Ich muss blocken. Okay. Kriegen nochmal Medizin, das ist sehr nett. Dann kann ich mir den nicht mal reinhauen. So. Okay. Eat this. Aua, wie sein Pfeil noch rauskam. Okay, drei starke Angriffe und die sind eigentlich Geschichte. Kann man die anvisieren von hier? Nee. Aber da ist eine Kiste. Ich mich erst um den kümmere hier. Nein! Okay, wir sehen an. Das ist besser. Das ist deutlich besser. Und der andere hat uns noch nicht mitbekommen anscheinend. Okay, gut. Kann ich dich auch irgendwie exekutieren oder so? Anscheinend kann man sich nicht anschleichen. Oder ich bin zu blöd dafür. Kann sein, dass ich zu blöd dafür bin. Okay, cool. Den ziehen nehme ich gerne. Nehmen uns auch mal rein. So, was haben wir denn hier? Medizin? Hose. Endlich haben wir mal eine Hose. Da fehlt nur noch ein Armschutz und dann haben wir alles. Wäre cool, wenn die uns jetzt irgendwie in Ruhe lassen würden. Weil wir ja deren Rüstung anhaben. Was ist denn hier drin? Das ist aber ein komischer Durchgang, muss ich mal sagen. So, ist hier was? Ah, es geht noch höher. Was ist denn jetzt los? Oh, neuer Tutorial-Shit. Beten. Das sind diese Schreine, das ist wie Leuchtfeuer in Dark Souls. Dann kommen aber allerdings die Gegner wieder. Die man besiegt hat. Tatsächlich. Kann ich jetzt hier nochmal beten? Und es heilt uns halt. Nein, aber ich wollte jetzt gerade nicht unbedingt den anderen triggern, deswegen bin ich so komisch gesprungen. Mit dem schnellen Angriff kann man die ganz gut outplayen. Ah, mit dem starken Angriff muss man gucken. Der piekst dann nämlich so. Armschutz? Ein Spätum, das ist eine andere Waffe. Tatsächlich, das ist eine Lanze. So, dann kann ich das mal zeigen. Nein, das wollte ich nicht. Wie konnte ich das ändern? Da gab es auch eine Taste für. Das nicht. Ah. So, R1... drücken, dann haben wir den Speer und der kämpft sich ein bisschen anders. Ist da noch einer? Weiß es nicht. Nee.
Macht aber krass viel Damage, der Speer. So, den haben wir totgekombot. Haben wir einen Stein und noch einen Stein. Ah ne, Medizin haben wir bekommen. Diese Truhe, geht die aufzumachen? Tatsächlich. Eine Axt haben wir. Okay. Jetzt geht's hier ab mit Waffen. Aber ich guck gerade mal. Wir haben anscheinend... Ne, Fernkampfwaffen kann ich nicht nehmen. Bastardschwert und Spätum. Kriegen auch eine Vertraute. Wir leveln die Waffen also. Ich benutze erstmal den Speer. Wobei ich auch Bock auf die Axt habe. So. Die ist langsam. Müssen wir mal gucken. Ah, das scheint optional zu sein. Wir hätten auch einfach weiter hochgehen können. Und ich kann hier öffnen. Okay, das geht nicht. Ich frage mich... Warte mal, wenn ich jetzt hier bete, kommen die Gegner wieder? Ist der Gegner jetzt wieder da? Ja. Okay. Komm mal her. Dann kann man sich jetzt hier Sachen farmen, theoretisch. Den lassen wir jetzt mal da stehen, ist ja egal. So, die Gegner kommen wieder, sobald man betet. Das ist halt wirklich wie das Leuchtfeuer in Dark Souls. Ich muss aufpassen, dass hier nicht irgendeiner irgendwie rumsteht. Hier ist keiner, aber eine Kiste, okay. Medizin. Nehme ich gerne mit. Die laufen da drin rum. Oh fuck. So. Perhaps even the world. Kann ich da rein? Ah. Gemstones. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Oh oh. Wusste er, dass wir zugucken? Das ist creepy jetzt. Man kann da runter anscheinend. Ich höre hier noch Steps, also ich höre hier noch Leute rumlaufen. Da geht's wieder irgendwie eine Treppe lang. Das Spiel ist ganz schön dunkel. Geht nicht kaputt. Hier war doch vorhin, hier war noch ein Gang. Das ist eine Kiste. Wache des Towers, sonst Handschuhe. Okay, da haben wir unsere Handschuhe. So. Wir sind jetzt voll ausgestattet. Dann gehen wir jetzt hier runter. Warte hier auf eine Überraschung, die mich dann irgendwie überrascht. Ich kann hier wieder runter. Da läuft einer rum. Bin mir unsicher, ob man die wirklich nicht... Ich meine, in der Demo ging das. Dachte, man könnte die stabben. Ah, ist das der Shortcut hier? Ah, ich glaube, da waren wir vorhin. Genau, hier ist der Altar. Okay, cool. Oh, ich habe was liegen lassen.
Ein Stein. So. Sind hier Leute? Eine Kiste. Oh mein Gott, man kann Kisten so leicht übersehen. Mantel. Hi, Dude. Ist der besser? Angriffe von hinten schaden. Durchbruchschutz. Ja, okay, die haben auch unterschiedliche Stats, die Ausrüstung. Muss man auch drauf achten. Aber die ist gelb. Von daher denke ich mal, dass die besser ist. Will ich den da hinten weghaben? Die zwei? Holy shit, da sind drei. Und da steht Loot rum. Okay, warte mal. Kriegen wir den anvisiert? Oh, scheiße. Komm mal her. Komm. Kann ich dich nicht hier hinpullen? Doch. Oh, scheiße. Die Reichweite unterschätze ich immer. Na, komm. Oh, komm schon. Okay. Einen haben wir. Den bewerfen wir auch mal mit Steinchen. Komm mal her. Oh, nice. Oh, nice. Nice. Der war easy. Okay. Und den Stein wieder zurückbekommen. Sehr gut. Es ist hier nur noch einer, glaube ich. Ja, okay, cool. Stiefel, die sind besser. Der Pfeil daneben zeigt auch, dass die besser sind. Und da ja kein Ding. Wenn wir den anrennen, dann geht das doch ganz gut. Jawohl. Einfach anrennen. Handschuhe, die schlechter sind. Bastardschwert, das schlechter ist als das, was wir momentan haben. Okay, cool. Handschuhe. Die Handschuhe sind nicht besser. Aber die Stiefel waren besser. Oh ja. Von 3 auf 9. Die anderen haben aber reduzierten Feuerschaden. Aber da hier nichts mit Feuer ist gerade. Gehe ich mal davon aus. Sind das Vögel? Okay, ja. Da ist eine Wache. Aber ich bin doch noch nicht ganz unten gewesen, oder? Doch. Na gut. Es ist krass gefunden, wenn die Vögel mich verraten hätten. Da steht eine Wache. Okay. Oh, fuck. Anvisieren. Ich vergesse das immer. Essentiell wichtig. So, die Axt ist echt krass. Muss mal gucken, ab wann man die anvisieren. Ah, da sind zwei. Ah, dann pullen wir dich mal weg von dem. Komm. Komm her. Ah, fuck. Oh, fuck. Okay. Ich glaube, der Low Ground ist hier nicht so gut. Komm mal runter. Komm her. Ah, einer noch. Okay. Medizin, Stein, Mantel, der gleich ist wie meiner. Okay. Wie sehen doch an? Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich drücke mal L3. Aber man muss R3 drücken. Okay, cool. Eine Streitaxt, die schlechter ist. Okay, kann man das hier irgendwie öffnen? Nee. Ist hier sonst noch was? Eine Wache da. Hast du Bock? Komm. Ja, seine Fackel fallen lässt. Oh, der ist aggressiv. Nice. Nehmen wir mit. Noch ein Spätum bekommen. Vielleicht schon der erste Boss kommt? Ich glaube, gegen euch will ich nicht kämpfen.
Da ist eine Kiste. Kann sein, dass ich irgendwelche Kisten übersehe zwischendurch. Ein schlechteres Spätum. Kriege ich jetzt vielleicht ein Tutorial, dass ich irgendwie Schleichangriffe machen kann? Ich meine, das ging. Aber ich bin mir nicht sicher. Hi. Aua. Damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Zack. Ja, bei denen kann man auch relativ aggressiv vorgehen. Das ist gut. Später muss man, glaube ich, deutlich taktischer vorgehen. Wo muss ich hin? Hier hin? Nee. Sind hier noch Kisten? Nee. Mein Monitor hier, worauf ich das gerade spiele, ist das viel dunkler als in OBS. Manchmal gucke ich in OBS rein und sehe, dass das dann viel krass alles zu sehen ist. Also ich werde wahrscheinlich Sachen übersehen haben. Wahrscheinlich, indem wir nach oben gehen. Da ist ein Altar. Da komme ich hoch. Hier auch. Liegt da was? Nee, aber ich muss nach oben. Einer ist hier. Fuck, das ist ein Ritter. Fuck, dem mache ich ja gar nichts. Kommt der jetzt hier runter? Wäre ziemlich nice, wenn der runterkommen würde. Komm runter. Lol. Komm. Komm. Ich will nicht mit dem anderen da kämpfen. Komm her. Alter, der hat richtig viel AP. Der rollt immer und macht einen Angriff. Jetzt blockt er, okay. Oh, der war gut. Keine Ausdauer mehr. Oh! Ah, fuck, wir hatten ihn noch am Boden. Bestimmt einen Finisher machen können oder so. Okay. Okay. Boah. Beinharnisch. Okay, wir kriegen krassere Rüstung. Ausweichen. Okay. Jetzt machen wir mal mehr Laufgeräusche. Ich geh jetzt mal nicht an den Altar. Weil der soll mal schön tot bleiben, der Ritter. Und den da hinten. Hier, den da habe ich gar nicht gesehen erst. Ist das auch ein Ritter? Nee, das ist einfach nur ein Bogenschütze. Weil hier war eine Kiste. Noch ein schlechteres Spätum. Wo will er denn hin? Oh, er hat da irgendwo hingezielt, wo nichts ist. Ist immer gut. Ist hier was? Nee. Ich hasse Türme. Ich hoffe, die haben mir keine Gegner reingestellt oder so. William heißen wir also. Okay. Was ist jetzt los? Hi! Derek! Erster Bosskampf. Was? Ich war doch gar nicht hinter dem. Also nicht mal vor ihm. Trotzdem hat er mich getroffen. Okay, cool. Okay, er blockt. Ich muss auch lernen zu blocken.
Oh, er ist fast down. Haben wir. Ah, it's you. The man with the guardian spirit. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. It's time for your execution. Okay, vielleicht haben wir den jetzt als Boss. Bündle deine Kraft, okay. Und wie? Ich hab da oben jetzt so einen Geist. Alter! Alter, wie schnell dreht er sich denn um? Vielleicht muss ich echt mehr blocken bei dem. Alter, so schnell kann ich nicht blocken. Oh, der war gut. Kreis und Dreieck. Okay. Journey was not an enjoyable one. During 2 years' voyage, the Hellhoff was lost, the Trow sank, while the Hope vanished without a trace. The good news of the Blider Boatshap was nothing but lies. Only Leifda remained. Ironic twist, or what awaited us in the Far East wasn't love, it was monsters of death.
Ja, und so fängt Nioh an. Wir haben jetzt sozusagen den Prolog gespielt und sind jetzt in den fernen Osten gefahren. Wähle deine bevorzugte Waffe. Ach du großer Gott, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Doppelkatana vielleicht? Nee, ich glaube, ich nehme... Doppelkatana, Fähigkeit plus 1. Nehmen wir mit. Ja. Und das soll es auch schon mit dem Video sein. Was? Wähle eine weitere Waffe. Ach so, okay. Dann will ich mehr Ausdauer. Und, ich würde sagen, wir schauen uns das weiter im Stream an. Denn ich habe ja nicht mehr so viele. Ach so, hier mein Schutzgeist. Möchte ich der Hai? Der Vogel? Oder der Wolf? Stärke, Fähigkeit. Steckt die Angriffskraft. Können Feinde besser sehen. Ausweichfähigkeit. Ich will den Wolf. Was sind... Achso, das sind jetzt meine... Das Tagebuch schließen. So, das sind jetzt meine Fähigkeiten, die ich gewählt. Passt das so? Ja, das passt so. Wenn du zum ersten Mal spielst, solltest du am besten erstmal eine Tutorial-Mission ausprobieren. Nö. Mach ich jetzt nicht, weil ich habe die Demo gespielt und ich habe... Eigentlich kam ich gerade ganz gut klar. Gut. Kommen wir jetzt dahin, wo die Demo anfängt? Das Bild sieht so aus. Docken wir jetzt echt da an, wo die Demo anfing? Da. Ey, tatsächlich. Tatsächlich, hier fing auch damals die Alpha-Demo an. Und das soll es auch mit Nioh erstmal gewesen sein. Hier würde das Abenteuer erst richtig losgehen. Und wie gesagt, ich schaue mir das... Ah, nee, warte. Ah, eins muss ich jetzt noch zeigen. Wir können hier unten rechts, sieht man die verschiedenen Kampfstile. Wie man die Waffe halten würde. Und das ändert auch das Kampfverhalten ein bisschen. Und das ist je nach Waffe unterschiedlich. Das ist sehr cool. Ist das doch bei Faust anders? Nee, bei Faust ist es nicht anders. Auf jeden Fall käme das jetzt noch dazu. Es käme noch sehr viel mehr dazu, glaube ich. Wie diese neuen Schreine und diese kleinen Geister, die da oben drauf sitzen. Die spielen nämlich auch eine Rolle in dem Spiel. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, im Livestream an. Fähigkeitspunkte erhalten. Hier kann man nämlich einen Stufenaufstieg machen, den Schutzgeist wechseln, Opfer da bringen, den Segen holen, Besucher herbeirufen für Koop. Ja, sowas alles. Aber wie gesagt, das schauen wir uns im Livestream an. Ich hebe das jetzt noch auf. Und dann war es das mit dem Video zu Nioh. Ich habe hier mal eine Doppelkatana gefunden, glaube ich. Genau, kann ich das jetzt zeigen? So halten wir sie nämlich so. So halten wir sie nämlich so. So sind sie weggesteckt. So halten wir sie unten. Das sind alles verschiedene Kampf... Haltungen. Und das ist wichtig, um die Gegner richtig zu outplayen. Kann ich das an einem Gegner noch zeigen? Da hinten sitzt nämlich einer. Wieso kriegt man denn hier eigentlich nochmal ein Tutorial? So, die sind nämlich jetzt, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Okay. Und wenn ich jetzt auf so wechsle... ...müssten wir eigentlich anders angreifen. Stirb. Stirb. Okay. Okay, den ersten Gegner habe ich relativ gut gemacht. Damals in der Alpha hatte ich viel mehr Probleme. Ich glaube aber, das Spiel wurde auch einfacher gemacht, habe ich mal gelesen. Okay, jetzt will ich das Video aber wirklich beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.